herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Libori TV. Heute rund ums Thema Dankbarkeit fürs Leben und für die Schöpfung Gottes. Sie sehen es schon, wir sind so ein bisschen tierisch heute unterwegs. Wir sind auf dem Fausthof in Salzkotten. Das ist ein Hof, wo versucht wird, so gut wie möglich nachhaltig zu wirtschaften. Und dieser Bauernhof, der steht natürlich auch stellvertretend für ganz viele, die für unsere Nahrung sorgen. Für Obst, für Gemüse, fürs Getreide. Beginnen möchten wir heute aber mit einem ganz besonderen Artenschutzprojekt. Und dafür machen wir uns mit Ihnen auf die Suche nach Rindern. Nicht die hier, das wäre ein ganz klein bisschen zu einfach, sondern wir machen uns auf die Suche nach freilebenden Wisenten. Die größten Landsäuger Europas, die sind vom Aussterben bedroht. Aber seit 2013, da gibt es sie hier bei uns im Erzbistum Paderborn wieder in der freien Natur. Und zwar in Bad Berleburg und Umgebung. Irgendwo hier im Rothaargebirge streifen sie gerade umher. 25 freilebende Wisente. Wissenschaftlerin Kaya Heising betreut das Wiederansiedlungsprojekt und ist auf der Suche nach ihnen. Sie will wissen, wie es der Herde geht. Wir fahren jetzt gerade in den Wald, wo mir die freie Herde zuletzt geortet wurde. Da werden mir immer Daten auf den Computer gesendet über die GPS-Halsbänder, die Tiere tragen oder die einige der Herde tragen. Und danach halten wir uns jetzt. In den Wäldern im Kreis Siegen-Wittgenstein sind die ausgewilderten Tiere mittlerweile heimisch geworden. Mehrere tausend Hektar groß ist ihr Lebensraum. Da können sich auch die größten Landsäugetiere Europas gut verstecken. Mit einer Antenne versucht Kaya Heising, ein Signal zu orten. Und dann dreht man sich in alle Richtungen und schaut mal, ob da was kommt. Wenn man nah genug dran ist, dann ist die Chance groß. Also es hängt natürlich auch ein bisschen von der Witterung ab. Wenn es sehr neblig oder regnerisch ist, dann nicht so groß. Also so gesehen haben wir heute Glück. Es kann aber sein, weil der letzte Standort, der uns gesendet wurde, schon viele Stunden her ist, dass sie inzwischen schon wortwörtlich über alle Berge sind. Kein Signal, dafür aber Spuren. Die Wisente waren also hier. Beinahe hätte unsere Welt sie komplett verloren. Zeitweise waren Wisente fast ausgestorben und existierten nur noch vereinzelt in Zoos oder Gehegen. Mit diesen wenigen Wisenten züchten und sie dann auswildern, zunächst in Osteuropa war das erfolgreich. Das Projekt im Kreis Siegen-Wittgenstein ist das erste in Westeuropa. Mit großen Zielen. Das zum einen, um zum Arterhalt beizutragen, zum anderen aber auch bewusst hier in diesem Bereich. Westeuropa ist nun mal deutlich dichter besiedelt als osteuropäische Länder durch den Menschen. Und man hat das hier über den Beitrag zum Artenschutz hinaus gemacht, um zu zeigen, ob es möglich ist, wieder mit einer Tierart, die durch uns Menschen ja verdrängt wurde, wieder zusammenzuleben, obwohl wir in der Abwesenheit dieser Tierart natürlich auch die Landschaft komplett kultiviert haben. Und wir merken, das funktioniert. Aus biologischer Sicht funktioniert das super. Also seit 8 Jahren leben die Tiere hier frei, die Wisente, sind gesund, reproduzieren sich sehr gut. Es ist jetzt eher die Frage, ob wir Menschen auch damit zurechtkommen können, wollen. Denn die Wiederansiedlung ist auch ein Streitthema. Das große Problem? Die Herde streift unter anderem im Sauerland teils durch Privatwälder und frisst die Rinde von Bäumen ab. Bei wirtschaftlich genutzten Wäldern entstehen den Eigentümern dadurch finanzielle Schäden. Die werden zwar entschädigt, dennoch verlangen die Eigentümer Maßnahmen, damit Beschädigungen an ihrem Eigentum durch die Wisente komplett verhindert werden. Das NRW-Umweltministerium sagt dazu: Die grundsätzliche Rückkehr ehemals heimischer Arten ist erklärtes Ziel des Artenschutzes auf europäischer Ebene. Dazu zählt auch das europäische Wisent. Das hier in Rede stehende Wisent-Freisetzungsprojekt ist unter anderem wegen verschiedener Auswirkungen auf den lokalen Privatwaldbesitz seit längerem in der Diskussion und aktuell in diesem Jahr Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Ein aktuell in Auftrag gegebenes Gutachten verfolgt das Ziel, die weitere Entwicklung des Projektes zu klären. Ein Schritt für die Bewahrung der Schöpfung Gottes und den Erhalt der vom Aussterben bedrohten Tierart. Dennoch muss ein Weg gefunden werden, um auch den Waldbauern gerecht zu werden. Wie können Mensch und Tier koexistieren?
Laut Kaya Heising wirkt sich die Existenz der freilebenden Wiesente positiv auf das heimische Ökosystem aus. Unter anderem schaffen die Wiesente Lebensräume für kleinere Tiere. Auch deshalb lebt in der benachbarten Wiesentwildnis am Rothaarsteig eine zweite, kleinere Wiesentherde im Gehege. Die Tiere, die hier leben, leben hier, weil sie die Botschafter für die freie Herde sind. Also das ist Europas größtes Landsäugetier. Und trotzdem, wie wir gerade gemerkt haben, ist es unglaublich schwer, den Tieren in freier Wildbahn zu begegnen. Und darum haben wir hier dieses Gelände eingerichtet, für die interessierten Menschen, sich mit der Tierart auseinanderzusetzen und den Tieren doch mit einer höheren Chance zu begegnen, in einer Landschaft, die aber der entspricht, in der sich auch die freie Herde aufhält. Das Wiesent-Projekt zeigt, der Schutz der Schöpfung Gottes ist auch in der eigenen Heimat möglich und nötig. Wie Papst Franziskus in der Enzyklika Laudato Si formulierte, von Schöpfung zu sprechen sei mehr als von Natur zu sprechen. Es sei Gottes Plan, dass jedes Geschöpf einen Wert und eine Bedeutung besitzt und damit einen Platz auf unserer Erde. Die Frage ist ja erstmal, müssen wir Menschen überhaupt was davon haben? Oder ist es eher die Frage, dass wir der Natur oder den Wildtieren wieder das zurückgeben, was wir ihnen ja genommen haben? Denn die Natur würde auch ohne uns Menschen letztendlich zurechtkommen. Nur dann halt vielleicht etwas anders aussehen. Ohne Tiere keine Menschen. Wir alle brauchen einander. Artenschutz gehört zur christlichen Verantwortung. Vielleicht kennen einige von Ihnen noch dieses Dankesgebet für Kinder. Danke Gott für diesen Morgen. Danke, dass du bei mir bist. Danke für die guten Träume und für diesen neuen Tag. Für Heiko Schick ist jedenfalls jeder neue Tag ein richtiges Geschenk. Der Riedberger feiert seit ein paar Jahren zwei Geburtstage im Jahr. Denn Gott gab ihm, so sagt er es, ein zweites Leben. Heiko Schick lebt mit einem Spenderorgan. Wir waren gerade aus einem Kurzurlaub zurückgekommen. Und am nächsten Morgen, kurz nach 7, klingelte das Telefon und dann hieß es, es ist ein Organ für Sie da. Lassen Sie sich Zeit. Duschen Sie vielleicht vorher noch mal. Sie wissen nicht, wann Sie das nächste Mal dazu kommen. Und dann fahren Sie in aller Ruhe hierher. Ich habe mich eine ganze Zeit lang sehr schlapp gefühlt. Bin müde gewesen, nicht mehr leistungsfähig. Und bin dann entsprechend auch in eine ärztliche Behandlung gekommen. Und da konnte zum Glück relativ schnell diagnostiziert werden, dass ich eine Autoimmunerkrankung der Leber hatte. Und die einzige Möglichkeit war, eine Organspende zu bekommen, damit ich das irgendwie überlebe. Da wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Es hat bei mir dann 12 Jahre gedauert, bis ich ein neues Organ bekommen habe. Es gibt vielleicht zu wenige Menschen, die sich aktiv mit dieser Thematik auseinandersetzen. Das kann ich auch vollkommen verstehen. Wenn Sie aber in so einer Situation sind wie ich, dann wird das Thema Tod auf einmal ganz real. Nicht jeder muss Organspender sein. Das kann man frei entscheiden. Aber man sollte sich mit diesem Thema einmal auseinandergesetzt haben. Meine Frau hat mich geheiratet, obwohl sie wusste, dass ich krank bin. Also wir haben geheiratet, nachdem ich die Diagnose bekommen habe. Und gerade diese Stärkung oder diese moralische Unterstützung, diese Liebe, die einfach einem gegeben wird und zu sagen, komm, wir stehen das gemeinsam durch, das hilft einem über diese Zeit hinweg. Es gibt das Gleichnis in der Bibel, wo jemand zurückblickt und sagt, ich sehe noch Fußspuren neben mir. Ja, so ein Gefühl hat man da auch. Ja, es geht immer jemand einen neben einem her. Das trägt, das hilft. Sonst würde man das nicht durchstehen, dann würde man verrückt werden. Es hat bei mir dann 12 Jahre gedauert, bis ich ein neues Organ bekommen habe. Und dann haben wir uns auf den Weg nach Essen in das Transplantationszentrum gemacht. In der OP-Schleuse kam dann der Chirurg zu mir und sagte, Herr Schick, wir haben
das Organ uns angeschaut und das ist nicht für eine Transplantation geeignet. Wir waren auf dem Weg nach Hause wieder von Essen hierher, waren kurz hinter Hamm, als wieder ein Anruf des Transplantationszentrums kam und sagte, Herr Schick, wir haben ein neues Organ für Sie. Das heißt, auf dem Weg nach Hause sind wir quasi wieder umgedreht und dann sind wir ins Transplantationszentrum gekommen und gleiche Prozedur nochmal wie vorher. Und dann bin ich aufgewacht, so langsam auf der Intensivstation und hörte dann Musik und das war Schlagermusik. Und da habe ich gedacht, du bist in der Hölle. Du hast es nicht geschafft. Irgendwas ist jetzt hier total schief gelaufen. Und dann ist aber endlich das Gefühl, Mensch, ich habe es geschafft. Das war schon eine große Erleichterung. Es ist ein zweites Leben für mich. Ich feiere zweimal Geburtstag. Also ich werde nächsten Monat im Oktober 52 Jahre und feiere 7 Tage nach meinem eigentlichen Geburtstag meinen zweiten Geburtstag. Und dann werde ich 9 Jahre. 9 Jahre ist die Organspende jetzt mittlerweile her. Das können Sie nicht erkaufen, dieses Gefühl. Das ist, da können Sie auf der Arbeit so viel Geld verdienen, wie Sie wollen. Also dieses Gefühl werden Sie nie durch irgendwas kompensieren können, was Sie an materiellen Dingen oder an materiellem Besitz halt haben. Und das ist halt nur möglich dadurch, dass jemand großzügigerweise aus Nächstenliebe Organspender geworden ist. Der Herbst kommt und passend zu unserem heutigen Thema Dankbarkeit natürlich auch das Erntedankfest. Es soll uns Menschen daran erinnern, Gott zu danken für seine Gaben. Immer am ersten Sonntag im Oktober. Und auch hier in Salzkotten wird natürlich schon längst geerntet. Das Obst und Gemüse wird aber nicht nur durch die Landwirtinnen und Landwirte eingebracht, sondern auch durch Menschen aus der Umgebung. Das Ziel ist es, die Lebensmittel nicht mehr einzeln zu bezahlen, sondern gemeinsam die Landwirtschaft zu finanzieren, den Anbau zu begleiten und dann die Ernte zu teilen. Solidarische Landwirtschaft, so nennt sich dieses Projekt. Und es sorgt dafür, dass etwa 180 Menschen aus der Umgebung regelmäßig hierher kommen, um eben zu ackern und auch zu ernten. Hofbesitzerin Anja Pötting, die nimmt uns heute mit. Es gibt da diesen Spruch, Papa, soll ich viel Geld verdienen oder glücklich sein? Und dann viel die Wahl aufs Glücklichsein. Arbeiten bis spät abends und Äpfel sammeln wochenlang im Herbst. Aber das macht halt Spaß. Wir sind gerade in der Apfelernte und ich nehme Sie heute mit, wie wir Äpfel ernten und wie der Apfelsaft entsteht. Das heißt vom Apfel ins Glas. Die werden jetzt noch mal gewaschen, weil die ja direkt vom Baum kommen und bei uns hier, man sortiert noch ein bisschen aus und so. Das Gute ist, bei Saft kann man auch solche Äpfel nehmen. Ja, die werden zweimal gewaschen mit klarem Wasser, einmal hier vorne und dann oben noch mal. Und dann laufen die hoch und dann gibt es oben einen Häcksler, der das Ganze klein häckselt. Die Maische quasi, das wird ausgequetscht hier in diesem Turm und die Reste kommen dann in diese Kiste und wir fahren die zu den Kühen. Das heißt, die haben quasi Weihnachten jetzt, weil die lieben das. Jetzt auch mit dem Klimawandel und so ist das ein Riesenthema, dass man nicht weiß, wie anfällig sind die Sorten, die man noch züchtet jetzt, weil die erst in ein paar Jahren in Ertrag kommen. Und dass man dann sehr viel gegenarbeiten muss, gegen Pilze und Schädlinge und so weiter. Und das ist bei uns halt anders. Wenn wir halt viele Schädlinge haben in dem Jahr, dann haben wir halt weniger Äpfel. Das ist halt dann der Preis. Das kann sich ein Erwerbsobstbauer gar nicht leisten.
Das Besondere an der Presse hier ist, dass man tatsächlich den Saft aus den eigenen Äpfeln bekommt. Das ist ja häufig bei Saftpressen, dass man die Äpfel abgibt und man bekommt dann dafür günstig Apfelsaft wieder. Und hier ist es aber so, dass die Äpfel, die ich reinwerfe, die kommen auch genau 1A hinten raus. Ja, Familie Plöger hat jetzt die Äpfel eingeladen, die waren nach uns dran. Die kommen jedes Jahr aus Dahl zu uns zum Äpfel. Und wie war die Ernte dieses Jahr? Dieses Jahr recht gut. Ja. Auch die Äpfel waren verhältnismäßig groß. Bei uns auch. Ergiebig, ja. Ja, die Ernte war relativ gut und die Äpfel haben unglaublich viel Saft. Das heißt, es macht sich der Regen bemerkbar. Die sind viel saftiger, als sie im letzten Jahr waren. Also der Saft wird hier erhitzt und es ist so, dass der dadurch haltbar wird, also pasteurisiert quasi. Und dann wird er in Flaschen abgefüllt, weil wir Mischsäfte immer in Flaschen abfüllen. Und das sind jetzt Apfelmischsäfte. Traditionell haben wir jedes Jahr ein Apfelfest, wo wir quasi den Apfel feiern. Da gibt es morgens einen Gottesdienst und einen Kunsthandwerkermarkt und Musik und Bühnenprogramm und Kinderprogramm. Und es geht viel um Bildung für nachhaltige Entwicklung, was man eigentlich schön zusammenfassen kann mit Laudato Si und der Schöpfungsverantwortung und dem Klimaschutz und das Wunder Natur und das Dankbarsein dafür, was die uns gibt und die Bewahrung der Natur, was wir da so manchmal so ganz nebensächlich vermitteln, was so by the way passiert. Und sonst ist immer die Erntezeit sowieso, glaube ich, eine sehr dankbare Zeit, weil man da so ja, sieht, was man so das ganze Jahr arbeitet und dann fährt man so die Ernte ein. Gerade bei den Äpfeln ist das schön, dann hat man nachher das Lager voll mit Apfelsaft und vorher was leer. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl, da auch dankbar zu sein und für das, was so ein Baum einem bringt oder was aus der Erde wächst oder so, wo man ja schon Anteil dran hat, aber alleine das wird ja nicht reichen. Natürlich dürfen auch Hühner auf so einem Hof nicht fehlen. Rund 200 bis 300 Stück gibt es hier. Das hier ist die Sorte Coffee and Cream und das ist eine neue Art von Biohuhn. Ich habe auch schon geguckt, ob man hier vielleicht das ein oder andere Ei findet. Nichts gefunden. Vielleicht sind die einfach zu gut versteckt im Moment. Aber damit sind wir bei unserem nächsten Thema. Versteckte Orte, Hidden Places, unsere Reihe hier bei Libori TV. Heute geht es in die Kaiserpfalz, nahe des Paderborner Doms. Und dort geht es auch um Wasser und um einen Ort, den wahrscheinlich nicht jeder kennt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Krucker. Ich bin Museumsleiter am Paderborner Museum in der Kaiserpfalz für den LWL. Das Museum in der Kaiserpfalz besteht eigentlich aus zwei Pfalzen, nämlich zum einen der Pfalz Karls des Großen. Im späten 8. Jahrhundert hier entstanden dieses Gebäude mit dem Pflanzenbewuchs und zum anderen aus der Pfalz Bischof Meinwerks und Kaiser Heinrichs II., die im 11. Jahrhundert hier entstanden ist und dort ist heute das Museum untergebracht. Aber nicht nur das Museum, sondern wir können Ihnen hier auch mehrere versteckte Plätze, Hidden Places, zeigen, die im 11. Jahrhundert errichtet worden sind. Wir befinden uns jetzt hier in der sogenannten Geroldskapelle. Das ist einer der Hidden Places rund um die Kaiserpfalz. Er gehört aber gar nicht richtig zu Kaiserpfalz, sondern er gehört zum ehemaligen Domkloster. Und das kann man gut erklären. Als Karl der Große hier die Region erobert hatte, wollte er die Bewohner auch christianisieren. Und dazu braucht man Priester. Und die Mitglieder des Domkapitels sind dazu zuständig, die Region zu christianisieren, seit dem 8. Jahrhundert. Und die leben also hier in einem Kloster und zu diesem Kloster gehört diese Kapelle, die dann im 10. und 11. Jahrhundert unter den Bischöfen Rether und Meinwerk gebaut wird. Man kann es hier ganz schön erkennen, es gibt zwei verschiedene Bauphasen. Sie sehen hier den runden Abschluss, das ist die erste Apsis und dahinter den Neubau, der wenige Jahrzehnte später entstanden ist unter Bischof Meinwerk. Prachtvoll ausgestattet, wie der Dom mit diesem super schönen Fußboden.
den wir hier erkennen können, den wir auch aus der Domgrabung kennen. Und das ist wirklich ein Platz, den kennen längst nicht alle Besucher Paderborns. Der ist ganz, ganz selten auch nur in unseren Führungen im Programm. Ja, wir sind jetzt hier im Museum in der Kaiserpfalz und die Kaiserpfalz hat ja eine Funktion. In einem mittelalterlichen Reich ohne eine Hauptstadt, da residiert der König in verschiedenen Pfalzen, die er nutzt als Unterkunft, wenn er unterwegs ist. Und daher kommt auch das Wort Pfalz, das kommt vom lateinischen Wort Palatio. Und wenn der König oder die Kaiser dann unterwegs waren, dann haben sie oft die Insignien, also die Zeichen ihrer Macht mit sich geführt. Und das waren heilige Stücke, wie die heilige Lanze mit den Reliquien des heiligen Mauritius, das Reichskreuz, die Krone und das Reichsschwert. Und die wurden an besonderen Orten, an gesicherten Orten, denn die waren ja sehr wertvoll aufbewahrt, wenn der König hier in Paderborn zu Besuch war. Ja, hier sind wir in einem ganz besonderen Raum, was ja jeder sofort erkennen kann, im sogenannten Quellkeller. Der Quellkeller ist entstanden im 11. Jahrhundert, aber die Quelle selber ist natürlich viel älter. Das ist eine der vielen Paderquellen, die es in Paderborn gibt, also dieses Paderborner Naturwunders. Und schon Karl der Große hat diese Quelle natürlich erkannt und hier an dieser Stelle, wo die Quellen sind, seinen Palast aufgebaut. Und für einen militärisch wichtigen Ort, und das war der Palast auch hier, ist natürlich die Wasserversorgung genauso wichtig, wie sie es aus wirtschaftlichen Gründen ist. Ja, zum Abschied sind wir in dem wunderbaren Quellkeller, den sicherlich einige Paderborner schon kennen. Sie haben andere Hidden Places gesehen, die viel, viel unbekannter sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in Zukunft wiedersehen würden hier im Museum in der Kaiserpfalz, wenn Sie diese Plätze entdecken. Wir haben die Erde von unseren Eltern nicht geerbt, sondern von unseren Kindern nur geliehen. Unter diesem Leitgedanken gehört die Verantwortung für die Umwelt hier auf dem Fausthof natürlich zum täglichen Leben mit dazu. Mittlerweile engagieren sich ja viele Menschen fürs Klima. Und in der Hoffnung, etwas zu verändern, hat sich zum Beispiel Mitte August eine Pilgergruppe von Polen auf den Weg in Richtung Schottland gemacht, zur Weltklimakonferenz Ende Oktober. Unser Kollege Tobias Schulte, der hat die Chance genutzt und sie ein Stück weit hier durch unser Erzbistum begleitet. Um den Klimawandel zu stoppen, bleibt uns immer weniger Zeit. Was also tun? Eine Gruppe sagt sich, wir müssen aufbrechen, wir müssen losgehen, pilgern fürs Klima. Was das überhaupt bringen kann, das schaue ich mir heute mal an. Ich bin nämlich beim ökumenischen Klimapilgerweg, heute auf der Route von Bökendorf nach Finsebeck. Los geht's aber erstmal mit einer Andacht. Der Start für die heutige Etappe. Der Herr ist bei mir, ich fürchte mich nicht. Einige sind schon in Polen gestartet, andere pilgern nur einzelne Tage mit. Was alle gemeinsam haben, Freude am Pilgern und die Forderung nach mehr Klimaschutz. Ich erinnere mich sehr genau, dass bei den letzten Bundestagswahlen das Thema Klimapolitik es nicht unter die ersten 10 Themen geschafft hat, die die Leute überhaupt beschäftigt haben. Und das hat sich jetzt zum Glück geändert durch diese und andere Aktionen. Heute ist Tagestour 35 von 77. Für den harten Kern fast Halbzeit. Für mich direkt spürbar das starke Gefühl von Gemeinschaft. Viele gute Gespräche gehabt, einerseits zur persönlichen Motivation, was einen selbst ja auch mal so ein bisschen herausfordert, ne, wenn man sieht, dass Menschen dafür so viel Zeit dann auch opfern, hier mitzugehen. Und andererseits auch über die technologischen Sachen, über die Fragen, ja, was ist denn jetzt E-Mobilität, Wasserstoff beim Auto? Also es ist auch schon spannend, einfach sich weiter damit auseinanderzusetzen und nach Lösungen zu suchen, weil einfache Lösungen gibt es nicht. Das ist, glaube ich, auch klar. Ich bin zwar nur heute mit dabei,
Nach den ersten Kilometern tut eine kleine Pause aber gut. Kaffee, Brötchen, zusammen die Zeit verbringen. Die Begegnungen mit den Menschen aus völlig unterschiedlichen Regionen machen den Klimapilgerweg für mich jetzt schon besonders. In der Pause habe ich Wolfgang Eber bei mir. Du bist seit Tag 1 dabei. Ihr seid schon seit über einem Monat unterwegs. Du gehörst auch zur Pilgerbasis, also so zum Kernteam. Wie geht's dir jetzt? Mir geht's super, ich habe keine körperlichen Probleme und die Stimmung in der Gruppe ist toll. Mir geht's bestens. Warum sagst du dir, ich nehme die Zeit, ich gehe hier mit, ich mache auf das Thema aufmerksam? Das ist, wenn mir das Thema total wichtig ist, ich halte das fürs drängende Problem der Menschheit, im Prinzip wichtiger als Corona und wird uns viel länger noch dringend beschäftigen. Und ich will was dafür tun, dass das Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und auf die Tagesordnung der Politik kommt. Was glaubst du, was ihr für einen Einfluss habt? Alles sind kleine Schritte, die wir gehen können, aber viele kleine Schritte geben auch ein Ziel und ganz viele Initiativen, wir sind halt nur eine von vielen, müssen dafür arbeiten, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, Wolfgang, vielen Dank fürs Gespräch. Im Hintergrund macht sich der Rest jetzt schon wieder bereit. Ich glaube, wir müssen weiter. Eine umfassende Verkehrswende und der Wandel zu nachhaltiger Landwirtschaft und Ernährung. Das sind die Forderungen der Klimapilgernden, die sie zur Weltpolitik nach Glasgow tragen wollen. Die Staaten sollen ihre Klimaanstrengungen deutlich erhöhen. Ja, Rosanna ist bei mir. Seit wann bist du denn schon hier am Start? Ich bin seit dem 21. August, also vor 4 Wochen bin ich gestartet. Boah. Ja. Aber du wirkst noch fit, ist sicherlich nicht deine erste Pilgertour. Wo warst du sonst schon so? Also ich bin nach Santiago gepilgert, von der Schweiz aus. Ich wohne in der Schweiz. Ja. Und ich bin nach Rom gepilgert und meine letzte Pilgerreise war Jerusalem. Stark. Von der Schweiz nach Jerusalem. Du hast ja auch gesagt, dass für dich die Verbindung zwischen Klimagerechtigkeit und Kirche so wichtig ist. Ja. Was glaubst du, warum haben wir Christen eine besondere Verantwortung und wie spürst du die? Also die Bewahrung der Schöpfung, weil eigentlich die Schöpfung gehört nicht uns. Die Schöpfung haben wir bekommen, oder? Und dass wir wirklich Sorge tragen für die Schöpfung und ja, und einfach diese Klimagerechtigkeit, dass wir nicht einfach nur hier für unseren Garten schauen dürfen, sondern wirklich weltweit, da wir ja eine weltweite Familie sind schlussendlich. Katholische Bistümer wie das Erzbistum Paderborn, evangelische Landeskirchen und kirchliche Hilfswerke wirken beim Klimapilgerweg mit. Politisches Engagement vereint mit spiritueller Pilgererfahrung. Ein halber Tag ökumenischer Klimapilgerweg geht für mich zu Ende. Der Rest der Truppe geht jetzt noch weiter. Erst nach Finsebeck, aber dann natürlich noch ganz weiter bis nach Glasgow. Ich muss sagen, ich hatte viele tolle Gespräche. Ich hatte auch aufrüttelnde Gespräche, dass mir nochmal selbst auch klar wurde, wie wichtig Klimaschutz ist. Und das möchte ich jetzt auch zusammen angehen und meinen kleinen Beitrag leisten. Die Umwelt dankt es uns, wenn wir Gutes tun und gut zu ihr sind. Bei der 72-Stunden-Aktion des BDKJ, des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend zum Beispiel vor 2 Jahren, da haben über 160.000 Menschen bundesweit mitgemacht, um die Welt ein ganz klein bisschen besser zu machen. Unter ihnen auch der junge Korbacher Dennis Weitzel. Zusammen mit vielen anderen hat er 72 Stunden lang seine Stadt vom Müll befreit. Und er tut das auch noch bis heute regelmäßig. Jeder kann gucken, was mitnehmen unterwegs, Handschuhe vielleicht mitnehmen oder sich mit Freunden unterwegs am Wochenende treffen und eine Gruppe bilden. Also von daher kann jeder was tun. Corona-Masken, Zigarettenstummel oder sonstigen Müll. Was andere sorglos wegwerfen, räumt Dennis Weitzel im hessischen Korbach auf. Wenn er durch die Straßen geht, fällt ihm Müll mittlerweile sofort ins Auge. Sein Engagement? Ein Dienst für die Umwelt. Für meine nächste Generation möchte ich gerne was Gutes machen, meinen Planeten gerne in saubere Hände übergeben. Und die Erde ist halt einzigartig. Deswegen muss man da mit sehr zaghaft umgehen.
Die Initialzündung dafür gab ihm Astronaut Alexander Gerst, als der aus dem All eine Botschaft an seine zukünftigen Enkel sendete. Denn sein Blick auf die Schöpfung Gottes machte Gerst nachdenklich. Wenn ich so auf den Planeten runterschaue, dann denke ich, dass ich mich bei euch wohl leider entschuldigen muss. Im Moment sieht es so aus, als ob wir, meine Generation, euch den Planeten nicht gerade im besten Zustand hinterlassen werden. Im Nachhinein sagen natürlich immer viele Leute, sie hätten davon nichts gewusst, aber in Wirklichkeit ist es uns Menschen schon sehr klar, dass wir im Moment den Planeten mit Kohlendioxid verpesten, dass wir das Klima zum Kippen bringen, dass wir Wälder roden. Und jeder von uns muss sich da natürlich an die eigene Nase fassen und sich überlegen, wohin das gerade führt. Dennis Weitzel, der mit einer Beeinträchtigung lebt, gingen die Worte nicht mehr aus dem Kopf. Also fing er an, Müll zu sammeln und so einen kleinen Beitrag zum Schutz der Erde zu leisten. Die Nachricht hat mich wachgerüttelt und dann habe ich mir halt Pläne gemacht und ja, was ich dann brauche fürs Müllsammeln. Dann ist bei mir dann halt so ein Aufschwung gekommen, dass ich dann halt Müll sammle, dass ich meine Umwelt an meine nächste Generation, wie er es ja schon gesagt hat, weitergeben möchte. Sein Ziel? Korbach soll müllfrei werden. Dennis Weitzel organisiert deshalb Müllsammelaktionen. Zusammen mit Menschen mit Beeinträchtigung oder im Zuge der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Er will zeigen, jeder kann sich engagieren. Ich kriege eher von den etwas älteren Leuten positive Reaktionen. Dann reden wir mal auch so 5 bis 10 Minuten mit denen. Und ja, das gibt mir dann auch noch mal den Kick, so ein bisschen weiterzumachen. Anstatt einfach nur zu laufen und keine Reaktion, dann ist man dann auch unterwegs und ja, hat man auch immer keine Lust mehr. Aber wenn dann, sage ich mal, dann so eine etwas ältere Frau kommt und ich rede dann mit der ganz nett, finde ich dann sehr gut. Wir sind fast am Ende unserer Sendung von Libori TV zum Thema Dankbarkeit angelangt und sagen natürlich herzlich Dankeschön in Ihre Richtung, dass Sie heute mit dabei waren. Wobei, unseren letzten Film, den sollten Sie wirklich nicht verpassen, denn er geht richtig ans Herz. Die katholische Kirche hat in diesem Jahr zum ersten Mal den Welttag für Großeltern und Senioren ausgerufen, um ältere Menschen zu würdigen. Und wir haben Kinder und Jugendliche gefragt, wofür sie denn ihren Großeltern besonders dankbar sind. Und die Antworten, die sprechen für sich. Machen Sie es gut. Auf bald bei Libori TV. Danke Oma, danke Opa, dass ihr immer für mich da seid und dass ihr einfach immer so schöne Sachen mit uns macht. Wir haben ganz, ganz viel Fahrradtouren gemacht. Ich und mein Opa, wir mögen ganz dolle Fisch und dann essen wir immer Garnelen, frittiert oder Fischbrötchen. Erstmal Proviant gepackt und Snacks gemacht und Snacks vorbereitet und Butterbrote geschmiert und Süßigkeiten eingepackt. Das ist wirklich eine der schönsten Erinnerungen, mit die ich habe. Ganz viel Liebe, ganz viel Kümmern, ganz viel Sorgen. Naja, ich habe die sehr lieb. Eigentlich bin ich auch nur deshalb mit dem Fahrrad mitgefahren, weil ich halt zu diesem Pfannkuchenhaus wollte. Und dann waren wir halt da und dann stand es, dass das erst in 2 Stunden aufmacht. Oma und Opa bedeuten für mich tatsächlich ganz, ganz viel. Ich bin sehr dankbar, dass ihr immer mit uns was macht. Vielen Dank, Oma und Opa. Für alles kümmern, für alle sorgen, dass wir euch immer anrufen oder immer kontaktieren konnten. Danke, Oma. Danke, Opa. Dass ihr, auch wenn wir euch ziemlich nerven, trotzdem uns aushaltet. Danke, Oma, dass du mir immer einkaufen gehst, wenn ich was brauche. Und dass ich immer zu dir kommen kann und mit dir reden kann. Danke, mein Kind. Ich hoffe, dass wir euch das wiedergeben können, jetzt bald im Alter, wenn ihr dann vielleicht mal Hilfe bräuchtet. Ich hab euch wahnsinnig lieb.